Oh, der Mann hat was. Der möchte sich was vom Herzen reden. Wir haben es nie in die Flitterwochen geschafft. Mein herzliches Beileid. Vielleicht mache ich die Reise allein. Welche Reise? Wo wolltet ihr denn hingehen? Mein Beileid. Also entweder ist die Kultur so, dass sie halt wirklich sehr oft zu ihren Toten gehen und beten oder denken, oder es ist in letzter Zeit wirklich zu zahlreichen Todesopfern gekommen. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Nee, glaube ich nicht, Lara. Der Chef. Ja, du hast recht. Ja, glaube ich nicht, dass er der Chef ist. Der Chef, der lässt sich eher wenig blicken. Der Chef ist immer so im Dunkeln. Im Hintergrund. Der wird sich erst später zeigen. Er ist nur der Dominguez ist nur der Führende. Der Lakaien. Des wahren Herrschers. So, wir gehen da mal rein. Dürfen wir hier? Ich glaube, da steht eine Wache, ne? Ist das eine Wache? Nee. Aber ich glaube, wir werden beobachtet. Disculpe, Senorita. Mein Fehler. Kein Problem, schön Ampel. Ah, die beiden da, die stehen da so, als würden sie den Durchgang bewachen. Insgeheim. Wir wissen noch, also ich weiß auch gar nicht, mit was ich es hier zu tun habe. Gut, Trinity, ja. Aber ist schon so lange her im letzten Teil, ey. Es ist. Wonach suchen die? Wer ist das nochmal? Ist schon ein bisschen her. War kein Problem. Werden wir schon hinkriegen. Guck mal, da die Maria mit einer schönen Krone über Kopf. Maria, oh Maria. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutungen. Verdammt. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Ey, die bieten aber auch überall dieselben Produkte an, ne? Das ist ja hier alles überall dasselbe hier, also. Guck mal das Bild da unten. Oh, okay. Legas caso, Pablo. Todos lo saben. Die laufen ja auch einfach so mit Waffen rum, als wäre das doch völlig normal, ne? Wie im Amiland, ey. Doktor, son muchos de sus hombres. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Guten Abend. Guten Abend. Ja, hallo. So, ein schönes Fahrrad hier. Ja. Überall Kerzen. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Sie wissen, dass wir hier sind. Scheiße. Okay. Aber ganz ehrlich. Eine Kerze? Hier? Im Hinterhof neben Müllsäcken und Pappkartons und noch mehr Müllsäcken und
Lager voller Pappkartons. Okay, ja. Brandschutzordnung. Sehr schön. Und da haben wir auch schon den Übeltäter, warum das hier so aussieht. Na du? Sag mal, kannst du dich mal ein bisschen aufräumen hier? Was ist mit der Kerze da hinten? Ich glaube, die gehört da nicht hin, Kollege. Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Alles klar, der ist komplett durch. Die lassen wir mal in Ruhe. Der hat mit sich selbst genug zu tun. Lo siento. Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Heuchler. Nett zu Kindern in der Öffentlichkeit, aber hintenrum. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Im Schatten. Ein anderer Weg, um dort reinzugelangen. Okay, wir werden einen Weg finden. Wir werden immer einen Weg finden. Ich habe noch nichts so von wegen Steuerung mäßig was anderes gesehen als bekommen als WSAD und Leertaste. Ach, gerade nicht springen und nicht schreien jetzt hier. Das ist vorhuschen, duckt. Ich würde gern ducken und so schleichen. Schleichen und ducken wäre schön. Ist jemand? Hallo? Hallo? Wände hochklettern. Drücken Sie Leertaste, um zu springen, dann erneut, um die Wände hochzuklettern. Okay, Arztweise Sie wohl. Dankeschön. Gut, okay. Immer schön umschauen hier. Oh, was war das denn? Ein Skelett und noch ein Skelett da unten. Zwei Skelette. Alles klar. So, rüber da. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Bring ihn in die Ruinen. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, nein, bitte. Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. So, weiter geht's. Anders? Nein. Okay. Und nicht weit von der Stadt gibt's wieder Ärger. Sehr, sehr viel Ärger. Quietschen bei euch alle so viel? Bitte! Nein! Wann bist du denn endlich fertig? Wir müssen zurück! Wo habe ich den Bogen eigentlich her? Hatte ich den ganzen Zeit schon den Bogen? Das ist ein Befehl von Dr. Dominguez. Oh Gott! Nein! Irgendwelche letzten Worte? Warte, warte! Ich bin ein Regierungsbeamter. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht! Ich habe Geld. Ich kann bezahlen. Heute nicht! Tu dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Liegt das an mir oder wieso Jonah, ist das mit den... Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen.
Liegt das an mir oder wieso sind die Mundbewegungen und die Audio-Tonspuren ein bisschen verschoben? Ist das irgendwie... Irgendwas piept hier. Okay. Ein paar EP. Ein paar Materialien zum Craften später. Sehr gut. Wir werden sowieso nicht so viel finden in der Schwierigkeit. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir was finden. So, und jetzt sind wir hier im ersten Abschnitt eines Teilsets, wo wir jetzt frei erkunden können. Sehr schön. Ich gehe mal auf M. Ich gehe mal auf Tab. Und schau mal, wo wir hier sind. Wir sind jetzt... Aha, wir sind jetzt hier unten. Hier oben haben wir gestartet. Das ist diese Höhle gewesen. Diese Höhlen. Jetzt sind wir hier unten. Kam von hier oben runtergelaufen. Okay. Gut. Inventar. Das sind unsere Ressourcen. Das sind ja doch schon einige, die wir sammeln können. Sogar... Barren. Abgeschlossen. 0%. Oh, die Jemini. 0%. Okay, da können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was machen. Und das Ganze ist jetzt dieses eine Level. Alles klar. Okay, das ist jetzt ein bisschen größer. Okay. Ja, was heißt ein bisschen größer? Also ist jetzt halt ein Level, ne? So, dann geht's jetzt erstmal richtig los. Mir fehlt so ein bisschen dieses Intro. Also nicht dieses Intro, sondern dieses, ja, epische Szene nochmal. Mit Lara Croft im Vordergrund, Hintergrund, geile Kulisse. Und dann nochmal die Schrift Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. Das fehlt jetzt hier irgendwie nochmal ein bisschen. Das war in den letzten zwei Teilen, war das doch so. Jetzt hier war das jetzt nicht so. Oder kommt das noch? Eigentlich hätte das schon kommen müssen. Naja. So, irgendwas. Was piept denn da so? Das ist aber ein bisschen. Das kann das jemand ein bisschen ausschalten oder so? So. Wie weit kann ich jetzt wieder zurücklaufen? Ich glaube. Da ist bestimmt auch noch ein bisschen was, oder? Ein Geheimnis. Ein Versteck. Hat jemand den Motor laufen lassen? Hey, hallo. Ausschalten, bitte hier. So, zurück. Was ist das? Irgendwas habe ich aufgenommen. Achso, ich habe den gelootet, den Typen, ne? Den ich gekillt habe. Gekillt? Den ich erschlagen habe. Wo sind die anderen? Warte mal. Einen habe ich doch hier mit meiner Hacke irgendwie zerlegt. Der war hier und der andere, den ich sanft ein Pfeil durch seine Dickhirnrinde geschossen habe, der ist doch irgendwie hier umgefallen eigentlich. Wo ist denn der hin? Alles klar, die spawnt. Gut. Was ist das da? Nichts, ist nur ein bisschen Dreck. Okay. Gut. Es wird mir nichts angezeigt. Im letzten Teil waren so in Bäumen irgendwelche mit Medaillons versteckt. Oh Gott. Und ich kann kein... Ich kann kein... wie ist diese geile Sicht? Diese Thermalsicht kann ich nicht aktivieren halt, ne? Diese... Pfadfinder-Sicht. Ich weiß nicht, wie die heißt. Keine Ahnung. Hab ich das vergessen schon wieder. Das ist eigentlich auch normalerweise sehr hilfreich. Geht jetzt aber nicht... Ich werde auf jeden Fall nicht ansatzweise alles finden. Gut. Natürlich versuche ich auch jetzt nicht hier im Stream bzw. Let's Play, Gameplay, alles hier 10.000 Mal abzulaufen. Das ist jetzt mir auch ein bisschen zu blöd dann. So. Ich kenne diese Figur. Das ist X'Chell, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chak'Chell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chak'Chell.
Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Der Felsen. Ich muss da runter. Hat zwei Augen. Sehr cool wieder, muss ich sagen. Ganz ehrlich, sehr cool. Oh Mann, ey. Da die großen Berge, da kommen wir später auch wahrscheinlich wieder hin. Was? Axt klettern. Drücken Leertaste, um zu springen und E, um Halt an einer zerklüfteten Wand zu finden. Aber vorerst die Kiste los. Und weiter. Im Laufschritt. Okay, das war ein anderes Spiel. So. Okay. Die Göttin der Sonne, was? Und die und der Priester des Halbmondes oder was? Chuck Shell. Ja, das werde ich irgendwie wieder vergessen. Drücken Sie rechte Maustaste oder linke Maustaste, um sich an erkletterbaren Wänden abzuseilen. Rechte Maustaste oder linke Maustaste? Was denn jetzt? Okay, das müsste gehen. Ich will bloß nicht runterfallen hier. So. Aber was jetzt schon abspringen, das ist aber ein bisschen hoch irgendwie, oder? Aber knapp. Raue See. Gewitterstürme. Sie prallen auf die Küste. Und geben uns ein ungutes Gefühl. Oh je. Alles klar. Alles klar. Mit Schwung! Ja! Hier ist Commander Rook. Sofort die Städte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Ach, dahin. Oh, so eine Sprünge hatte ich ja bei Assassin's Creed oder in den letzten Tomb Raider Teil schon wieder ein bisschen Schwierigkeiten. Dass man da immer so ein bisschen Schwierigkeiten hat, in die richtige Richtung zu springen. So, was ist jetzt hier die Possibility? Abseilen, ne? Abseilen. Wie war das mit R? Mit links der Maustaste? Okay. Und C. So weit, so gut. Nein! Worauf lässt du dich hier wieder ein, Lever? Kann ich mich hier abseilen, theoretisch? Würde das gehen? Ich probier's mal ganz kurz aus. Geht gar nicht, okay. Wände hochklettern, drücken Leertaste, um zu springen, denn dann erneut Leertaste, um Wände hochzuklettern. Achso, ja. Aber kurz, ich muss mich noch mal ein bisschen umschauen, weil das sieht einfach so cool aus. Ich will mir ein bisschen mehr Eindrücke hier holen, einfach. So episch. Und da. Der Kopf. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Shit. Ist aber auch Hackengas hier. Aber immer mit Vorsicht, ne? Wir wollen hier nicht irgendwelche weiteren Unfälle haben. Denk an dein Bein. Scheiße! Oh Gott! Pass auf! Ich schaff das. Drücken Sie Leertaste, um zu springen und dann nach Kante zu greifen. Ja, das kann ich auch in der Action, Alter, da unten. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Ach, zu der Höhle. Ah, okay, ich wollte schon sagen. Hä?
sie nur eine Statue? Ich dachte, die Höhle ist dann unten. Drücken Sie Leertaste, um zu springen. Ich will jetzt... Wo muss ich jetzt... Muss ich jetzt runter? Oder muss ich jetzt hoch wieder? Nein, ich muss runter. Muss ich mich jetzt abseilen? Ach so, ja, abseilen und dann... wieder so ein Schaukelspiel spielen. Halten Sie rechte Maustaste oder linke Maustaste und benutzen Sie W und S, um Schwingen zu holen. Drücken Sie dann Leertaste, um zu springen. Halten und dann schwingen. Das ist es. Jägermord. Die Ruinen erkunden. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Sei vorsichtig. Vorsichtig, Jonah. Pilze mit Brau und brauner Kappe und dickeren Stamm verbessert die Ausdauer. Gut zu wissen.